Yo Leute, was geht? Euer iOS kann mal wieder am Start mit dem Gameplay. Und ja, das Gameplay ist wieder von DüsiBS. Also, es wurde ganz oben in der Videobeschreibung. Es ist, Alter, mein Sessel knackst da, Alter. Bin wirklich so fett, ne? Auf jeden Fall. Ja, das Gameplay ist ein Sniper-Alarm-Gameplay. Er spielt mit der X irgendwie, wie die heißt, ich habe keine Ahnung. Ich spiele kein MC mehr der Wahl. Aber leider, ich muss es dann spielen, wenn ich es aber Special mache. Das ist dann bitter. Dann muss es einbrockt. Na, auf jeden Fall, ja, er spielt mit der Sniper auf Alarm. Und ja, schaut's bei ihm vorbei. Er macht dann Mortal Kombat, Let's Plays, allerlei. Und ja, er ist in der Videobeschreibung. Das war jetzt mal zu denen. Und ich habe mal ein Video angefangen, wo ich gesagt habe, wegen YouTube anfangen. Und da war eigentlich nie ganz fertig, weil ich noch ein Part 2 machen wollte. Aber das habe ich dann irgendwann vergessen und jetzt tue ich das nachholen. Auf jeden Fall beim letzten Video ist es so gewesen, dass es weggegangen ist. Auf einmal meine Stimmen. Also bei dem Video, wenn ihr es euch anschaut, ich habe geredet und auf einmal war das Video aus und ich habe nicht einmal noch fertig. Ich hätte eigentlich mein Spruch wäre eigentlich noch weitergegangen, aber ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat das Programm das weggeschnitten. Und ja, legen wir mal los. Also, letztes Mal, was habe ich da eigentlich alles gesagt? Also ein paar Themen habe ich da schon noch. Also gute Tags zum Beispiel. Ist immer gut, wenn man hat auf YouTube, weil wenn du jetzt die Tags nimmst von YouTube, was vorgeschlagen sind, das wird dir nicht viel bringen, weil die nicht gut sind und auch keine Tags von anderen YouTubern nehmen. Ich meine, die Videos werden schon, du wirst auf der Liste dann angezeigt, wenn einer jetzt da zum Beispiel Elotrix eingibt und dann findet er die Videos, wenn du Elotrix eingibst. Aber bei YouTube war erst vor kurzem was, wo's alle geschaut haben. Ja, alle, die was Tags von anderen großen YouTubern eintun, die, da ist dann der Dings, YouTube-Kanal gelöscht worden. Und das würde ich nicht empfehlen, aber ich glaube, ich habe das mit den Tags letzten paar schauen gerade. Aber ist jetzt wurscht. Dann, was das nächste ist auf YouTube, verändert es euch nicht, Leute. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz groß werdet, verändert euch nicht nur, weil ihr jetzt auf einmal groß seid und seid nicht so einsinnig. Ich werde selber dann nochmal klären, wenn zum Beispiel irgendein kleiner YouTuber fragt, einen großen YouTuber, ob er mal was machen will. Verändert euch nicht wegen YouTube, das ist nicht gut. Wenn man dann so, wenn man dann groß ist, ist das die kann empfehlen. Was dann auch noch ein Thema ist, das Alter, das habe ich glaube ich auch schon letzten Part angesprochen, Alter, das ist so ewig her, seitdem ich das angesprochen habe. Ja, das Alter, also mindestens so 14 Jahre oder 14, 13 Jahre, mir ist jetzt schon scheiße. Oh, Alter. Alter, was red ich für ein Scheiß zusammen, hey. Geht jetzt wieder? Ja. Mindestens zwischen 14 oder so 13 müsste es schon sein. Also es kommt ja darauf an, ob schon ein Stimmbruch oder nicht seid, weil wenn es so eine piepsige Stimme ist, es ist so leider, nehmen euch die Zuschauer nicht ernst. Und ja, das ist halt der Scheiß. Es gibt sicher ein paar kleine oder es gibt ein paar YouTuber, die was sicher eine piepsige Stimme haben, aber die haben echt Glück gehabt oder haben immer noch Glück, dass die Leute die anschauen. Und ja. Haben wir jetzt eigentlich schon alles angesprochen? Ich glaube, ich habe schon alles angesprochen. Das Gameplay geht noch ein bisschen. Alter, wie mein Sessel knackst. Ich glaube, ich bin wirklich zu fett. Ne? Ja, was gibt's sonst noch? Ich muss mir noch irgendwas überlegen. Weil jemand da ein paar Notizen auf dem iPad gemacht und da habe ich jetzt keine mehr Augen. Was halt auch gut ist, ihr müsst es gut umbringen, zum Beispiel die Videos. Also gut kommentieren können, ja, einfach witzig sein, ein bisschen Spaß in die Videos einbringen. YouTube ist ja dazu da für Unterhaltung sozusagen. Also es ist so wie YouTube ist irgendwie so ein eigener Fernseher. Na, kannst du mir nicht sagen, wie so ein eigenes Fernsehprogramm nicht, aber es ist halt die Revolution von Fernsehen, kannst du sagen, weil
ich schaue eigentlich fast gar nicht mehr Fernsehen, bis auf wenn ich jetzt Kino gehe oder so bei Apple TV irgendeinen neuen Film anschaue. Aber so die Serien oder so schaue ich vielleicht zum Mittag kurz zum Mittagessen. Aber sonst schaue ich da nichts mehr Fernsehen, sonst schaue ich alles nur mal YouTube. Und ja, das ist halt so. Und ja, bringt auf jeden Fall die Videos gut um mich. Das ist eigentlich das Wichtigste. Macht's ein bisschen Spaß draus und dann passt es schon. Habe ich noch was zum Ansprechen? Also, genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Gibt es kein Geld aus für YouTube, wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, ich will mit YouTube anfangen, ich muss unbedingt Geld ausgeben? Das müsst ihr nicht, Leute. Wenn ihr jetzt zum Beispiel anfangt mit 0 Abonnenten, kauft euch nichts. Was ist, wenn nichts draus wird oder es taugt euch nicht? Es gibt immer ein paar Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, ich möchte mit YouTube anfangen, aber dann taugt es denen nicht mehr, weil, keine Ahnung. Ja, sie nicht, keine Ahnung, weil sie was anderes erwartet haben. Und dann habt ihr zum Beispiel jetzt um 200 € irgendein Equipment gekauft. Es ist dann total unnötig. Am besten ist, kommt darauf an, wenn es jetzt eine Konsole oder Handy ist. Wenn es Handy ist, könnt ihr es mit Android machen. Da braucht ihr nochmal einen Jailbreak, aber bei iOS braucht ihr dann nicht einen Jailbreak. Das ist das Problem. Oder ihr seid auf iOS 6 und könnt mit Record My Screen recorden. Das geht auch. Und bei Konsolen ist es ganz blöd, weil da braucht es Elgato und die kostet 250 € oder 200 nur mehr, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es bei Konsole dann ganz blöd und bei PC ist es dann einfach, da braucht es dann nur Fraps. Das kennt's, ja, ihr kennt schon Craig Ovilon, aber ich werde euch raten, das kostet 20 € oder so, glaube ich. Aber es gibt dann auch solche Friedrich oder solche Programme, die was free sind, die kennt's auch Ovilon. Ich weiß gar nicht, wie lange das Gameplay jetzt geht, oder ich habe schon 7 Minuten. da dann gemeldet. Das Gameleg, okay, das geht 18. Auf jeden Fall, was dann auch noch ist, ja, kauft's nichts, also auch nicht so Mikrofon oder so, das braucht's alles nichts, wenn's erst anfängt. Das könnt ihr euch alles kaufen, wenn's jetzt so Tausender Marke oder so irgendwas habt. Könnt ihr euch schon überlegen, irgendwas zulegen für die Abonnenten, bessere Qualität oder so. Und ja. Das war's eigentlich, glaube ich, auch schon, was ihr alles zu YouTube zum Sagen habt. Bringt's einfach. Was auch wichtig ist, bringt's konstant Videos und nicht so, keine Ahnung, jede 5 Tage irgendwann einmal eins. Und ja, das war eigentlich von mir, von meiner Seite aus. Das Gameplay ist jetzt hier gleich aus. Und ja, schaut bei Twitter und Twitch bei mir vorbei. Und ja, ich bin raus, Leute. Ciao.